Ella endlich. Eigentlich Ella Maria Kästner, Sternchen 18. Juli 1984, ist eine deutsche Sängerin und Songwriterin. Ihr Leben und ihre Karriere spiegelten eine Reise voller Herausforderungen und Bemühungen wider, in der Musikindustrie aufzusteigen. Ella Walter wurde in Thüringen geboren und ist die Tochter des Komponisten und Musikproduzenten Norbert Damit. 1989 zog sie mit ihrer Familie von Weimar nach West-Berlin. Schon in jungen Jahren begann Ella mit der Musikindustrie in Kontakt zu kommen. Im Alter von 10 Jahren machte sie ihre erste Aufnahme im Hansa Tonstudio und wurde als Backgroundsängerin zu ZDF-Fernsehveranstaltungen eingeladen. Während der Schulzeit entwickelte Ella ihr Talent weiter, nicht nur im Gesang, sondern auch im Tanzen. Sie beteiligte sich auch an den Dreharbeiten zahlreicher Musikvideos an Orten wie Los Angeles, Miami und London für den Popmusiksender Viva. Ella begann ihre Karriere unter dem Namen Junia, als sie im Juni 1998, als sie 14 Jahre alt war, ihren ersten Plattenvertrag bei Columbia Records, Sony, unterzeichnete. Ihre erste Single, It's Funny, erschien 1999 und erreichte Platz 1 der deutschen und schweizerischen Singlecharts. Doch obwohl sie erste Erfolge feierte, war Ella Endlichs Karriere auch mit Herausforderungen und Schwierigkeiten verbunden. Sie musste Liebeskummer überwinden und schwierige Phasen ihrer Karriere durchleben. Doch trotz aller Schwierigkeiten behielt Ella endlich ihre Leidenschaft und ihr Engagement für die Musik bei und wurde zu einer der berühmtesten Künstlerinnen Deutschlands mit außergewöhnlicher Vielfalt und Talent. Im Anschluss an ihre Karriere hat sich Ella endlich mit vielen musikalischen Projekten weiterentwickelt und an diversen künstlerischen Veranstaltungen teilgenommen. Nach ihren ersten Jahren unter dem Namen Junia setzte Ella ihre Karriere seit 2003 unter dem Namen Ella endlich fort. Sie veröffentlichte viele Alben und Singles und trat regelmäßig in beliebten deutschen TV-Shows wie Viva, Bedome und Harald Schmidt Show auf. Eine der Spezialitäten von Ella endlich ist ihre einzigartige Stimme und ihre tiefgründige Darbietung in Balladen. Mit Liedern wie Küss mich, Halt mich, Lieb mich und Adrenalin machte sie sich in der deutschen Musikbranche einen Namen. Durch die Kombination ihres musikalischen Talents und ihrer emotionalen Fähigkeiten ist eine einzigartige und vielschichtige künstlerische Partnerschaft entstanden. Obwohl Ella Endlichs Privatleben nicht immer von Prüfungen und Wirrungen verschont blieb, nutzte sie diese Erfahrungen, um ihre Kunst zu bereichern. Ihre Aufrichtigkeit und Loyalität beim Ausdruck ihrer Geschichten durch ihre Musik haben eine starke Bindung zu ihren Fans geschaffen. Ella endlich beweist in ihrer Karriere weiterhin Kreativität und Vielfalt, nicht nur durch ihre Musik, sondern auch durch ihre Teilnahme an verschiedenen künstlerischen Projekten. Sie gehört zu den prominenten Namen der emotionalen und vielfältigen deutschen Musik und hat mit ihren Beiträgen zur Bereicherung der internationalen Musikszene beigetragen. Ella endlich prägt weiterhin die deutsche Musikszene und erkundet im Laufe ihrer Karriere verschiedene Kunstformen. Sie ist nicht nur Sängerin, sondern auch eine talentierte Musikerin, die zu vielen tiefgründigen und persönlichen Musikwerken beigetragen hat. Auf Ella Endlichs Reise geht es nicht nur um die Eroberung der Musikcharts, sondern auch um Wachstum und künstlerische Freiheit. Sie hat sich kontinuierlich mit verschiedenen Musikgenres beschäftigt, von Balladen bis Pop, von traditionellen bis hin zu experimentellen Materialien. Sie beteiligt sich weiterhin an Kunstprojekten, tritt bei Großveranstaltungen auf und ist im Fernsehen ein bekanntes Gesicht. Ella Endlichs Auftritt bescherte dem Publikum nicht nur einen Moment der Unterhaltung, sondern bot ihr auch die Gelegenheit, ihre aufrichtigen Gefühle zu teilen und mit ihren Fans in Kontakt zu treten. Mit der Kombination aus wunderschöner Stimme,
Songwriting, Talent und herausragendem Auftrittsvermögen behauptet Ella endlich weiterhin ihre Position in der deutschen Musikszene. Ihre Karriere war eine farbenfrohe Reise, auf der sie nicht nur Künstlerin, sondern auch eine kreative und vielschichtige Frau ist. Ella endlich ist nach wie vor eine der führenden Künstlerinnen Deutschlands, nicht nur mit ihrer fesselnden Stimme, sondern auch mit der Kreativität und Vielfalt ihrer Karriere. Sie entwickelt ständig neue Musikprojekte und fordert sich selbst heraus, indem sie mit verschiedenen Genres und Stilen experimentiert. Neben ihrer Musikkarriere leistet Ella endlich auch weiterhin einen Beitrag zur Künstlergemeinschaft und für wohltätige Zwecke. Ihr Engagement und ihre Begeisterung zeigen sich nicht nur in ihrer Musik, sondern auch in ihren sozialen Aktivitäten. Sie hat an vielen Wohltätigkeits- und Spendenaktionen teilgenommen, um Menschen in schwierigen Umständen zu unterstützen. Ella Endelichs Privatleben mag eine herausfordernde Reise gewesen sein, aber trotz jeder Not hat sie die Kraft und Ermutigung gefunden, sich sowohl künstlerisch als auch persönlich weiterzuentwickeln. Die Aufrichtigkeit, mit der sie ihre Musik präsentiert, hat zu einer starken Bindung zu ihren Fans geführt und ihr geholfen, eine vielfältige und kreative Künstlergemeinschaft. Werkzeug, das momentan sehr leistungsfähig ist und vielfach genutzt wird. Wer weiß, was da später noch kommt. Aber eigentlich sprechen wir natürlich über künstliche Intelligenz im Allgemeinen oder über Verfahren des Machine Learnings oder Deep Learnings und vielleicht ganz allgemein auch über die digitale Transformation. Das ist ein schönes Bild von Döbeli Honegger, das veranschaulichen soll, dass ChatGPT natürlich jetzt nur ein Produkt ist. Nichtsdestotrotz werde ich im Rahmen des Vortrags überwiegend ChatGPT-Beispiele bringen. Das liegt einfach daran, weil das Werkzeug sehr viel genutzt wird und auch gute Beispiele liefert. Ich muss gerade mal schauen, mein Stream scheint nicht mehr online zu sein oder ich verstehe nicht ganz. Na gut, vielleicht doch, scheint schon. Ich probiere es einfach. Vielleicht klappt es vielleicht noch nicht. Werden wir sehen. Okay. Am Anfang, als die Werkzeuge rauskamen, da wurde an Hochschulen viel diskutiert, ob das nicht verboten werden sollte. Weil insbesondere die Angst darin bestand, dass die Studierenden ChatGPT nutzen, um zu betrügen, das heißt, um wissenschaftliche Hausarbeiten oder Bachelorarbeiten, Masterarbeiten von der KI erstellen zu lassen. Und man wusste nicht so genau, wie man damit umgehen soll. Und ja, insofern war das eine natürliche Reaktion am Anfang, dass man nicht so genau wusste, oh Mann, was machen wir denn damit? Ich glaube, über diesen Schritt sind wir aber alle hinaus. Also ich nehme das so wahr, in Deutschland und auch international die Diskussion, dass eigentlich niemand ernsthaft über Verbote von KI nachdenkt, sondern KI ist gekommen, um zu bleiben. Künstliche Intelligenz wird in der Hochschullehre weiterhin eine Rolle spielen. In allen wissenschaftlichen Disziplinen werden KI-Systeme eingesetzt werden und insofern müssen wir auch KI in die Hochschullehre integrieren. Ja, das ist ein Element, das sozusagen überall auf der Welt existiert und dann können wir das ja nicht aus der Hochschullehre ausschließen. Im Gegenteil, wir müssen KI integrieren, um gemeinsam mit den Studierenden zu lernen, wie man KI in den fachlichen Prozessen einsetzen kann, aber auch, welche Grenzen KI hat, wo wir KI besser nicht nutzen sollten und auch in eine kritische Reflexion eintreten. Also keine Verbote. Was wir nicht brauchen an Hochschulen sind Verbote, sondern wir brauchen Regeln. Das wird jetzt zurzeit auch bei vielen Personen, bei vielen Hochschulen Thema sein, sich zu überlegen, wie gehen wir